gehöre ja einer Generation an, die um den Begriff Heimat einen Riesenbogen gemacht hat. Und ich wollte immer möglichst weit weg, nach China, nach Sibirien oder irgendwo hin. Und jetzt lerne ich endlich mal meine Umgebung, meine Region kennen. Und das ist super toll. Ja, ich bin Horst Wackerbart, 65 Jahre alt, lebe in Düsseldorf seit 1985, habe vorher 8 Jahre in den USA gelebt. Ich habe eine wahnsinnige Sehnsucht nach Europa gehabt und nach der Vielfalt und nach der Kultur. Obwohl es mir da ganz gut ging, hat es mich durch Zufall nach Düsseldorf verschlagen. Ich bin Foto- und Videokünstler. Arbeite mit dieser roten Couch seit vielen Jahrzehnten, war mit der in 53 Ländern. Ich wollte immer frei sein und Freiheit ist für mich, möglichst wenig Macht über andere zu haben und keine Macht über sich selbst zuzulassen. Und deswegen mache ich das, was ich mache. Im September habe ich eine große Ausstellung im NRW-Forum. Die hat auch retrospektive Teile. Das werden noch Arbeiten gezeigt ohne Couch. Im Moment arbeite ich an einem Porträt Nordrhein-Westfalens mit der Couch. Ja, mit diesem Projekt lerne ich meine Heimat kennen. Düsseldorf ist eine total angenehme Stadt. Flughafennähe, Autobahnnähe. Ich konnte immer von hier aus gut ausschwärmen. Und Düsseldorf ist Homebase. Ich mag den Fluss. Ich mag die Tatsache, dass hier viele Künstler wohnen. Weil die Kunstakademie ja immer ausspuckt. Es ist manchmal ein bisschen spießig, ein bisschen konservativ, die Leute sind ein bisschen oberflächlich, aber habe ich ja nichts mit zu tun. Ja, ich fühle mich, es ist ziemlich cool hier, ich fühle mich wohl hier.